Hallo, ihr lieben Geschwister. Thema heute ist den Namen Gottes missbrauchen. Und zwar geht das zurück auf ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit meinem Vater hatte. Und das wiederum hat sich ergeben aus einem Ausruf von mir. Ich habe gesagt, oh mein Gott, aus irgendeinem Zusammenhang heraus. Ich weiß jetzt nicht mehr, worum es da ging. Ich habe gesagt, oh mein Gott, Punkt, 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 Punkt. Und in dem Moment habe ich erstmal so innegehalten und überlegt, okay, was hast du da jetzt eigentlich gesagt? So, also ich hatte eine kurze Überlegung und dann habe ich darüber mit meinem Vater gesprochen. Und wir waren uns ziemlich schnell einig, dass das total unangebracht ist. Dass es unangebracht ist, den Namen Gott oder den Namen Gottes für sowas zu gebrauchen. Für einen Ausdruck der Verwunderung oder des Schreckens oder wann auch immer man das gebraucht hat. Und es war spannend, dass ich dann ein paar Tage später auf ein Video von Crosstalk gestoßen bin, wo Chris und Natta das genau dieses Thema ansprechen. Also den Namen Gottes zu missbrauchen. Genau das wurde da ergründet und ich verlinke euch das Video auch mal in der Infobox. Guckt da auf jeden Fall mal rein, das haben die richtig gut gemacht. Ganz viele Menschen benutzen ja diese Ausdrücke, auch wenn sie jetzt keinen Bezug zu Gott haben, also auch nicht Christen, ja. Wie oft höre ich das im Alltag und wie schnell sagt man das selber, ne? Oh Gott oder oh mein Gott. Oder wenn du sagst Himmel, Herr Gott zum Beispiel. Oder selbst wenn du sagst, oh je oder ach Herr je. Ne? Das ist eigentlich Herr Jesus. Herr je, das ist die Kurzform von Herr Jesus. Ach Herr je. Ja? Oder wenn man irgendwie verwundert ist oder erstaunt über was, gibt es auch Leute, die sagen Halleluja. So. Und also aus meiner Sicht gebrauchst du da den Namen, vor allem wenn du sagst Halleluja, ne, da steckt ja Ja drin, Jahwe, ja, dann gebrauchst du den Namen Gottes wirklich für was Niederes. Das ist eine niedere Absicht. Die Bibel spricht ja von Missbrauch sogar. Missbrauch, Verunehrung. Im ursprünglichen Sinne gebrauchst du dieses Oh Gott oder Oh mein Gott oder Ach Herr als Gebet. Ja, es ist ein Gebet oder ein Einstieg ins Gebet. Das ist wie ein Rufen zu Gott oder ein Seufzen. Und wenn du diesen Ausdruck eben dafür benutzt, um deinem Unmut irgendwie Ausdruck zu geben oder zu zeigen, dass du dich irgendwie erschrocken hast, oder dann ist das aus meiner Sicht eine niedere Absicht. Also das ist wirklich fleischlich. Das ist fleischlich. Du gebrauchst den Namen Gott, den Namen Gottes für was Fleischliches, für was, ja, nicht für was Geistiges, ja. Die Bibel sagt, wir sollen im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Ja, unseren Fokus immer auf das Geistige, immer auf das Himmlische gerichtet haben. Und man könnte sogar sagen, dass es sowas ist wie Ironie, wie Sarkasmus oder Zynismus oder sogar Spott gegenüber Gott, ja. Wenn du Gottes Namen missbrauchst, weil es ist so, du benutzt diesen Ausdruck, was eigentlich fürs Gebet gedacht ist oder, ja, und dann betest du nicht. Das erinnert mich daran. Ich habe früher mit meinen Freunden immer so Späße gemacht, dass wir uns gegenseitig veräppelt haben. Einer sagt dann Maria und ich sage ja und er sagt dann nichts. Das heißt, jemand ruft dich, du reagierst, hörst das und dann ignoriert derjenige dich. Ja, also das ist wirklich, du veräppelst Gott. Wenn du es jetzt mal so überspitzt ausdrücken würdest, du veräppelst wirklich Gott. Und das ist wirklich unangebracht. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich will mich jetzt mal trainieren. Ich möchte diese Gewohnheit ändern. Der Mensch ist immer sehr gewohnheitsorientiert, deswegen weiß ich, man kann sich da ganz gut umerziehen. Und ich habe jetzt einen Tipp für euch und gleichzeitig eine kleine Challenge, dass ihr da mitmacht. Und zwar seht ihr hier an meinem Handgelenk dieses kleine Gummiband. Und das ist jetzt ein Trick aus der Vergangenheit, also von vor meiner Bekehrung. Aber der funktioniert super, um sich wirklich Sachen abzugewöhnen. Und zwar ist es so. Jedes Mal, wenn ich ankomme mit irgendwie so einem Ausdruck, oh mein Gott, oder ach herrje, oder was auch immer, ja, dann ziehe ich einmal kurz an diesem Gummiband und dann weiß ich, okay, das war jetzt etwas, was nicht hätte sein sollen. Das sollst du dir jetzt abgewöhnen. Ich weiß, am Anfang werde ich es wahrscheinlich ein paar Mal noch vergessen, aber dadurch, dass ich das sehe jeden Tag, dieses Gummiband, weiß ich allein deswegen schon, okay, da ist was, was ich trainieren will. So, und wenn das kommt, dann ziehe ich einmal daran und erinnere mich dann daran. Ich weiß, es hat in verschiedenen anderen Situationen in meiner Vergangenheit schon sehr gut funktioniert. Und deswegen
Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitmachen. Und mit der Zeit, weiß ich, wird es halt immer weniger werden und irgendwann musst du gar nicht mehr dran ziehen. Dann weißt du schon in dem Moment, vielleicht sogar kurz bevor du es aussprichst, weißt du, okay, ja, nee, jetzt. einfach den Mund halten. Genau, probiert es einfach mal aus. Vielleicht auch einfach mal nichts zu sagen in dem Moment. Ich habe so gedacht, okay, ja, man könnte jetzt sich irgendwelche Alternativen überlegen. Sagt man dann halt eben, ach du Schreck zum Beispiel. Oder was auch immer. Aber man könnte ja auch zum Beispiel einfach mal nichts sagen und die Situation einfach so stehen lassen. Ja, mal gucken, was dann passiert. Ich herze euch ein, wenn ihr auch inspiriert seid, da mitzumachen, diese Gewohnheit abzulegen für den Herrn und auch so ein bisschen ja, einen Schritt aus der Welt herauszugehen, für den Herrn einfach. Und ich wünsche euch seinen überreichen Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.